Wir haben in der Stadtentwicklung des 21. Jahrhunderts einen ganz starken Fokus auf die Städte. Aber die Zukunft der Städte kann eigentlich nur mit der Region zusammen entwickelt werden. Habitat 3, die Initiative weltweit, die sich den Titel New Urban Agenda gegeben hat, fokussiert ganz stark auch auf Stadt und Region und spricht von integrierter Stadtentwicklung. Und neben vielen unterschiedlichen Aspekten, die dann in diesen Habitat-Protokollen auftauchen und sozusagen uns, die wir als Akteure dann in der Fläche agieren, mitgegeben wurde, ist neben den nationalen Rahmenbedingungen, die weltweit natürlich sehr unterschiedlich sind und vielleicht nicht ganz so gut aufgestellt wie in unserem Land, ein ganz wichtiger Punkt, sektorübergreifende nationale Raumordnungs- und Stadtentwicklungspolitiken zu verhandeln. Nun hat die Bundesregierung wiederum auch seit 10 Jahren ein Projekt der nationalen Stadtentwicklung, was über Städtebaufördermittel auch unterstützt wird. Die großen Städte und auch meine Person sind da natürlich involviert in den Kuratorien. Und wir haben gerade letzte Woche ganz aktuell diskutiert, was ist eigentlich Aufgabe auch von nationaler Stadtentwicklungspolitik für die nächsten 10 Jahre. Und ein ganz starker Fokus war auch dort die Frage der regionalen Kooperation, der regionalen Kommunikation und der regionalen Koordination. Und ich glaube, das sind Themen, die wir natürlich ganz unterschiedlich in räumlich-funktionalen Zusammenhängen auch in einer gewissen Freiheit einfach gestalten können müssen, denn alle Regionen sind natürlich auch nicht gleich. Das heißt, dieser Appell, Metropolregionen und ihre Zusammenarbeit auch wieder stärker in den Fokus zu nehmen und auch auszustatten mit Mitteln, um das gemeinsam zu tun, spielt, denke ich, eine ganz große, unverzichtbare Rolle. Das Thema Wohnen ist natürlich sowieso ein Thema, was mich auch als Bürgerin in der Metropolregion bewegt. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn ich jetzt in letzter Zeit irgendwie mit Freunden zusammensitze, dann kommen wir immer irgendwann im Laufe des Abends irgendwie auf dieses Thema. Da erzählt dann der Handwerker, dass er jetzt für seinen neuen Azubi mit Mühe und Not irgendwie ein fast unbezahlbares WG-Zimmer in München gefunden hat. Oder eine befreundete Familie, die für ihre 2 Kinder gerne einen Garten hätte, jetzt in einer Wohnung in München wohnt, jetzt nach Altötting ziehen und wir halt uns überlegen, ob dann das Leben der Familie statt im Garten vielleicht eher auf der Straße stattfindet. Oder die alte Dame in der Nachbarschaft, die jetzt alleine im großen Haus sitzt, nachdem ihr Mann verstorben ist und wir uns dann überlegen, naja, wie wollen wir denn eigentlich im Alter mal leben? Macht es Sinn, vereinzelte, einsame Menschen in großen Häusern? Alles Themen, die uns irgendwie umtreiben zum Thema Wohnen. Wir wollen hier heute Abend so eine Art Kreativquartier aufbauen. Hier auf diesen Tischen hier in der Mitte sollen am Ende des Abends ganz viele Bausteine mit ihren Ideen gesammelt sein. Das heißt, Sie haben auf Ihren Plätzen hier so einen Würfel vorgefunden und irgendwo auch griffbereit Stifte. Und sind aufgefordert, sozusagen in der Zeit, in der wir jetzt dann 4 Impulsreferate hören werden, einfach mal eine Idee auf einen Würfel zu schreiben. Und diese Würfel sind auch nicht einfach jetzt nur, weil wir ein bisschen Altpapier produzieren wollten, sondern die sollen auch tatsächlich als Fundament für die nächste Wohnungsbaukonferenz verwendet werden. Also Ihr Input ist gefragt und wird auch verwendet. Ein Thema, auf das ich hier eingehen will, ist die Rolle der Kommunen. Die Kommunen müssen private bürgerschaftliche Initiativen ernst nehmen und unterstützen. Die gibt es nämlich. Wir hatten bei unserem Wohnraum für alle Kollegen gefragt, um Vorschläge gebeten. Über 100 Teams haben Vorschläge eingereicht. Wir haben über 200 Leute gehabt, die sich getroffen haben, zu einer Konferenz überlegt haben, wie man denn da wirklich konkrete Projekte auf den Weg bringen kann. Wir haben von privaten Eigentümern Grundstücke angeboten gekriegt für solche Vorhaben.
und zwar mit einer großen, zum Teil hundertprozentigen Bindung für günstigen Wohnungsbau. Natürlich nicht einfache Grundstücke. Einfache Grundstücke haben Baurecht, gibt es nicht günstig, sondern das sind Grundstücke, die alle Probleme haben, ist ganz klar. Wir haben der Stadt einige vorgelegt davon, 8 Stück, haben leider keine positive Resonanz gekriegt. Und da stellt sich für mich wieder die Frage nach der Priorität. Wie priorisiert ist der Wohnungsbau? Muss ich da die Abwägung nicht zugunsten des Wohnungsbaus in manchen Dingen einfach treffen? Grundsätzlich, ich denke, die Kommunen, wenn sie sich mit Projekten beschäftigen, sollten weniger versuchen, Probleme zu finden, sondern sie sollten versuchen, Wege aufzuzeigen, wie es funktioniert. Und sie sollten bürgerschaftliche Initiativen und Vorschläge aufgreifen und unterstützen. Da gibt es ein Grundstück, das ist außerhalb von Parsdorf, so heißt der Ort, und das gehört der Stadt München. Ich sage, oh ja, toll, ganz gut. Habe vorher gerade irgendwie in der Süddeutschen was gelesen über unseren OB, der gesagt hat, wir brauchen die Regionen dazu, also nicht nur München muss Wohnraum schaffen, sondern alles drumherum muss auch Wohnraum geschaffen werden. Perfekt. Schreibst dem Herrn Reiter einen Brief und sagst, ich habe da eine Idee, das Grundstück will ich haben, ganz naiv, wie ich da so bin. Und das will ich jetzt haben und irgendwie muss das gehen. Bekam prompt Antwort, durfte dann ins Kommunalreferat gehen, wurde da wirklich unwahrscheinlich nett empfangen, wurde auch gut empfangen mit der Idee, die ich nämlich gesagt habe. Sag, pass mal auf, ich möchte da gern Wohnungen bauen für unsere Mitarbeiter und tun Sie mal alles drauf, ich will die nicht verkaufen, ich will... alle Auflagen drauf, ich will auch keine teuren Mieten verlangen, klar, wir sind Unternehmer, es muss sich einigermaßen rechnen, dass du wenigstens die Zinsen da hast, die ja heute sehr, sehr niedrig sind und gibt es ja Modelle, Münchner Modell, das habe ich mir vorher vorgelesen und mache das alles. Margot war da sehr, sehr nett und hat gesagt, würde ich gern machen, aber ich muss das ja ausschreiben. Hat er recht. Also geht nicht anders. Also meine Naivität war in dem Moment weg. Bin dann wieder zu meiner Gemeinde gegangen und die Gemeinde denkt, jetzt ist jetzt am Arbeiten, ist mit dem Kommunalreferat am Arbeiten, ob es vielleicht eine Möglichkeit gibt, dass die Gemeinde das kaufen kann und die Gemeinde das dann ausschreibt und vielleicht habe ich dann eine Chance, das zu kriegen. Also die Geschichte wollte ich Ihnen einfach nur erzählen, weil das jetzt so eigentlich der Punkt und die Initialzündung für mich auch war, zu sagen, ich brauche eben einfach, wir brauchen Wohnungen, wir kriegen keine Leute mehr. Die Herausforderungen bei Grundstücken, die wir im Außenbereich haben, wie man damit umgeht, zunächst einmal, es hat immer jemand anders die Planungshoheit. Das heißt, ich kann nicht zu Frau Professor Merck gehen und sagen, liebe Frau Merck, lass uns mal zusammensetzen und hier irgendetwas entwickeln. Ich bin in einem fremden Gemeindegebiet auf den dortigen Gemeinderat, auf den dortigen Stadtrat, auf den dortigen Bürgermeister angewiesen. Das macht die Sache zumindest nicht leichter. Themen wie Erschließung und Verkehrsentwicklung sind immer ein ganz zentrales Thema, wenn die Landeshauptstadt München bei einer Umlandgemeinde ankommt und sagt, hier würden wir gerne etwas entwickeln. Viele Bürgermeister sagen uns dann, ja, können wir gerne machen, aber löst uns erstmal unser Verkehrsproblem. Weil wenn ihr 1000 Wohneinheiten auf diesem Grundstück errichtet habt, dann wollen die Leute da irgendwie hinkommen und wieder wegkommen. Und die kriegen auch mal Besuch, manchmal viel Besuch. Also löst ihr uns von der Stadt unser Verkehrsproblem und dann haben wir wieder ein Problem, weil das nämlich schlicht und einfach sehr viel Geld kostet und oft auch mit Münchner Planungsüberlegungen nicht zusammenpasst. Ja, und ich habe ganz mit Absicht das Wort geschrieben, vertrauensvolle Zusammenarbeit muss wachsen. Es war ja viele Jahrzehnte so, im Grunde genommen seit dem Zweiten Weltkrieg, dass die Gemeindeordnung, ich bin Ihnen sehr dankbar, Herr Böhm, dass Sie vorhin die Bayerische Verfassung zitiert haben, da müsste man jetzt eigentlich noch drunter die Bayerische Gemeindeordnung schreiben. Die Bayerische Gemeindeordnung aus den 40er Jahren des vorvergangenen Jahrhunderts einen ganz einfachen, fokussierten Blick auf die Gemeinde hat. Das heißt, in der Gemeindeordnung von 1948-49 kommt das Wort Region nicht vor, weder als Wort, als Begriff noch als Gedanke oder gar als Lösungsansatz für große Probleme, weil damals war man nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat man sich vermutlich nicht so vorstellen können, was wir heute für Probleme haben. Aus dieser Zeit stammen auch viele Ressentiments, die unsere Stadtspitze schon seit einigen Jahren versucht intensiv aufzubrechen.
Das Planungsreferat ist da genauso dabei, wie wir dabei sind, weil wir schon der Meinung sind, nur mit einem vertrauensvollen Ansatz der Zusammenarbeit, mit dem Schaffen gemeinsamer Situationen, die man vulgo Win-Win-Situationen nennt, nur mit dem Schaffen solcher Situationen bringt man auch das Problem Wohnen weiter. Deswegen der Appell an alle Umlandgemeinden, arbeiten Sie mit uns vertrauensvoll zusammen. Und der letzte Appell, der steht da nicht, aber der ist mir vorhin eingefallen, aufgrund auch nicht zuletzt der Ausführungen vom Herrn Käfer. Wenn Private mit uns zusammenarbeiten wollen, zum Beispiel, dass sie uns ein Grundstück günstig verkaufen, sind wir dazu sehr gerne bereit. Vielen Dank. Ich glaube, heutzutage, wenn wir uns heute als Projektentwickler, als verantwortlicher Bauentwickler, als Projektinvestor, als Bestandshalter verstehen, muss man diese Synapsen in die Region, Synapsen zu den Nachbarn bilden, die sich eben nicht, die nicht an der Grundstücksgrenze aufhören. Also für mich ist die Grundstücksgrenze immer der klassische Tellerrand. Auch wir in der Immobilienbranche müssen über diesen klassischen Tellerrand, den Grundstückstellerrand hinausschauen. Das wird oftmals vergessen. Wir haben zum Beispiel auch da, vorhin Herr Marquardt hat es auch erwähnt, wir haben das Problem ja gehabt, dass durch diese starke Zergliederung der Region in einzelne Kommunen wir gar keine übergreifende Entwicklungskonzeption gesehen haben, keine statistischen Unterlagen hatten, was ist denn eigentlich der Bedarf, sondern jeder macht so ein bisschen sein Ding. Wir haben das mal vor einem Jahr zusammen mit Bulwin Geser, der Frau Dr. Pia Seck, ich glaube, die war auch letztes Jahr hier dabei, mal initiiert und gesagt, ja, wir nehmen das mal in die Hand, wir wollen mal diese Masse an Einzel-Research-Elementen, an einzelnen Rechercheergebnissen mal zusammenfassen und daraus mal so eine Tendenz entwickeln, was wird denn eigentlich gebraucht? Was ist denn dicht? Was ist denn eine Entwicklungstendenz in der Region? Und zwar, ob das im Norden, im Süden, im Osten, im Westen ist, dann einfach gesagt, mal ganzheitlich mal die Metropolregion zu betrachten. Und da stellen wir immer wieder fest, und ich glaube, da sind wir auf dem richtigen Weg, dass die Region nicht mehr so als Schlafstadt oder Schlafgürtel um München verstanden wird, sondern immer stärker als urbane, nicht Konkurrenz, aber als urbane Erweiterung der Stadt München. Und ich glaube, wenn wir auf dem Weg sind und diese Dinge entwickeln, macht es wahnsinnig viel Spaß, auch in der Region Flächen, Wohnraum und vor allen Dingen auch Gewerbe zu entwickeln, der beiden gut tut. Das ist eine Korrelation, die ganz viel Spaß macht. Da zugegriffen, weil auf einer Seite steht mehr genossenschaftliches Wohnen und Arbeiten. Noch eine Idee daran geknüpft, vielleicht in Richtung Herrn Käfer und seiner möglichen Mitstreiter und Kollegen. Es sind nicht alle, die sich für genossenschaftliches Wohnen interessieren, in der Lage, selber eine Genossenschaft zu gründen. Unter Umständen vielleicht auch einige Ihrer Mitarbeiter. Die wären gerne Teil einer Genossenschaft, aber können aus verständlichen Gründen sowas nicht selber in die Hand nehmen. Und wir haben eigentlich so eine Idee, für die ich werbe, dass Unternehmer, die nicht mehr Werkswohnungen bauen, vielleicht aber sich an einer Genossenschaft beteiligen könnten und damit das sozusagen auch auf eine andere Ebene stellen. Und das wäre eigentlich eine ganz feine Sache und da können Kommunen auch mitmachen, wenn sie sozusagen einen Dritten mit im Boot haben. Und dann hat man vielleicht auch die ganzen Problematiken von Vergabe und so weiter nicht komplett aufgehoben, aber man kann sie doch auch juristisch etwas anders angehen. Mein Würfel, auf dem steht Urbanität als Qualität erkennen. Den habe ich mir jetzt genommen, weil das passt auch ein bisschen zu Freising. Weil Freising besteht eigentlich, sage ich jetzt mal, zu 93% aus Einfamilienhäusern. Und die Herausforderung, vor der wir stehen, ist die, die alle haben, also das ist ja nichts Neues, ist tatsächlich zu vermitteln, dass diese Dichte, der Kollege Ehret hat es ja vorhin auch gesagt, dass die Dichte erstmal Angst auslöst, weil es ist ja nicht so, dass wir das nicht kennen würden in Teilbereichen, nämlich in den, es gibt so einen Stadtteil,
der befindet sich in der Nähe des Bereichs zum Flughafen. Der ist so ein bisschen, ich sage mal, ab vom Schuss. Er ist nicht so gut erschlossen und dort leben eigentlich die Leute, die sich die anderen schöneren Hügelbereiche von Freising nicht leisten können. Und da geht es recht dicht zu. Das heißt, es sind Fünfgeschosser mit den ganzen Problemen. Die Bevölkerungsmischung dort ist sehr klein. Also ich sage einfach, es gibt keine große Mischung, sondern das sind eher die Problemfälle. Und die grünen Bereiche, Freiflächen, sind auch reduziert. Mhm. Und das ist das, was die, sag ich mal, in der Stadt verstehen, wenn jemand sagt, ein Projektentwickler kommt und sagt, er möchte dicht bauen. Was ich zur Anregung mitnehme, jetzt für mich, und das war das, was der Herr Käfer vorgetragen hat, was Sie hier vorgetragen haben, ist genau die Sorte von Unternehmer, die ich mir auch dringend wünsche, dass wir im Zusammenhang mit dem Wohnungsbau eine Kooperation mit der Wirtschaft schließen, dass das, was früher in vielen, vielen Fällen, also ich meine, da brauchen wir noch gar nicht den Krupp in Essen zitieren, aber klassischerweise war, ja, also die Kombination von Wohnen und Arbeiten, dass auch der Unternehmer sozial verantwortlich in diesem Bereich handelt und dass man hier eine Kooperation schließt. Und ich habe mir diesen Würfel hier rausgesucht, beispielsweise mit dieser Idee, IHK baut finanziert Wohnungen in der Region, Mitgliedsbeiträge der Unternehmer für den Mitarbeiter investieren. Das ist jetzt mal Ansatz, weiß nicht, ob das so funktioniert, aber das ist mal ein Denkanstoß. Das ist nämlich genau das, was ich mir auch wünsche, dass wir, nicht nur wir Kommunen oder private Investoren, die natürlich logischerweise Geld investieren und dann auch Rendite brauchen, dass auch die örtlichen Unternehmer hier in so Wohnbauprojekte zumindest mit einsteigen oder mit der Kommune oder aber auch mit dem privaten Investor, das ist ja dann im Grunde jetzt nur eine Frage des Modells, kooperieren. Der große Vorteil daraus ist, das schafft Identität. Das ist nämlich auch eine Methode, wie man diese Angst vor der Dichte oder vor dieser Neubebauung nehmen kann. Denn eine Erfahrung habe ich natürlich schon als Bürgermeister. Die Wohnungen haben und schon wohnen, wollen natürlich nicht, dass neben ihnen gebaut wird. Und das kann ich Ihnen aus, jetzt bin ich erst seit 2014 im Amt, aber egal was wir machen, Sie haben immer irgendwen gegen sich und Sie werden immer von irgendwem angegangen. Das ist eine Erfahrung, die wir natürlich, das gehört zu unserem Job. Aber das ist natürlich auch ein Effekt und das ist natürlich auch etwas, mit dem wir leben müssen. Ich hab einen Würfel, der passt ganz gut zu der Fragestellung. Da steht drauf, Stadtgrenzen erweitern. Umseitig vor allem Ost, Süd und Nord. Das sind die Stadtgrenzen, bestimmt die Stadtgrenzen von Oberhaching gemeint, oder? Und dann noch, wie Planungsreferat ist dagegen. So, jetzt bin ich mit meinem Würfel schon fertig, Planungsreferat ist dagegen. Ja, es ist oft der Eindruck, also die Oberhachinger sind ja praktisch berüchtigt. Wir haben relativ viele Flächen. Die Oberhachinger haben ja eine sehr lange Planungstradition, wie Sie eingangs schon gesagt haben. Das rührt auch daher, dass 1966 in der Euphorie vor der Olympiade ja Oberhaching überplant worden ist und man hat so zwischen 60.000 und 80.000 Einwohner für Oberhaching vorgesehen. Sie kennen diese Stadtentwicklungen, die dann rund um München in die 70er Jahre entstanden sind. Die Oberhachinger haben sich da dann dagegen gestemmt und haben gesagt, wir wollen eigentlich organisch wachsen. Wir wachsen mit 1,5-2%. Übrigens ist das in den letzten 40 Jahren mehr als München gewachsen ist, in der absoluten, also in der relativen Zahl zur Einwohnerzahl. Und die Oberhachinger haben sich halt gesagt, also Planung ersetzt den Zufall durch den Irrtum, wir machen das lieber subsidiär und machen das sehr eigenständig. Und natürlich entsteht vielleicht in der Stadt München der Eindruck, das Umland macht da nichts. Bloß ein paar Zahlen aus Oberhaching, wir haben im letzten Jahr Wohnquartiere geschaffen für über 230 Flüchtlinge. Und zwar in kleinräumig verteilten Wohnquartieren, in Neubauten. Das entspricht einer Zahl für München hochgerechnet 25.000, 26.000. Wir haben alleine die Gemeinde Oberhaching hat, wenn das Jahr 2017 rum ist und die Planungen sind ja schon fertig, wenn das Jahr 2017 rum ist, dann hat die Gemeinde Oberhaching in den letzten zwei Jahren 120 Wohneinheiten selbst verkauft, veräußert oder
ist gerade in der Entwicklung, weil da sind auch 36 Mietwohnungen dabei, da ist eine Demenzwohngemeinschaft dabei, da sind Wohnräume dabei für Mitarbeiter, ganz wichtig, auch im öffentlichen Dienst haben wir das ähnliche Problem, wie der Fachkräftemangel uns insgesamt einholen wird.